diesem Video möchte ich über das explosive Potenzial von Demo sprechen und weshalb ich persönlich denke, dass ein 35 Mal locker drin sein sollte. Über ein Like und ein Abo, wenn dir mein Content gefällt, würde ich mich freuen. Ansonsten wünsche ich dir ganz viel Erfolg mit diesen Informationen. Vielleicht hast du ja schon mal darüber nachgedacht, wie viele Daten dein Auto täglich produziert. Und noch viel wichtiger, wer diese Daten eigentlich kontrolliert und davon profitiert. Genau hier kommt Demo ins Spiel. Das ist ein wirklich sehr, sehr spannendes Krypto-Projekt, das so die Art und Weise, wie Fahrzeugdaten erfasst und auch genutzt werden, revolutionieren möchte. Ich habe ja bereits oft über Demo gesprochen und auch viele Videos darüber gemacht. Schau doch gerne auch mal rein, wenn du nochmal eine genauere Erklärung zu dem Projekt haben möchtest. Demo zielt also darauf ab, Fahrzeugdaten sicher und dezentral zu speichern. Statt also, dass große Konzerne wie Autohersteller oder Versicherungen deine Daten einfach nehmen und nutzen, behältst du hier die Zügel in der Hand. Und du wirst mit Token belohnt, wenn du einfach diese Geräte an deinem Wagen angeschlossen hast. Das läuft absolut passiv. Ich bin immer ein großer Fan von passivem Einkommen. Dabei musst du dein Auto nur einmal in der Woche bewegen und schon bekommst du wöchentlich eine gewisse Tokenanzahl überwiesen. Und ich mache das persönlich immer so ganz gerne, dass ich es einfach sammel. Ich habe das Gerät ja schon seit einem Jahr. Und immer wenn es einen Preisanstieg gibt, dann nehme ich Gewinne mit. Und ich muss dir echt sagen, da ist schon ordentlich was bei rumgekommen. Das habe ich in meinen anderen Videos bereits erzählt und erwähnt. Es ist eine geniale Geschichte. Ich bin absolut begeistert von dem System, weshalb ich halt auch so bullish auf das Projekt bin. Und schön ist natürlich auch, dass du selbst entscheidest, wer deine Daten bekommt und wie sie auch verwendet werden. Demo könnte zum Beispiel Versicherungen die Möglichkeit bieten, eben deine Fahrzeugdaten zu nutzen, um maßgeschneiderte Tarife anzubieten. Natürlich nur, wenn du das möchtest. Oder du teilst Wartungsdaten mit Werkstätten, damit sie dir eben frühzeitig sagen können, wann eine Reparatur nötig ist. Ein cooles Feature von Demo ist, dass die sehr viel Wert auf Interoperabilität legen. Das bedeutet, dass Demo mit verschiedenen Fahrzeugmodellen und Marken arbeiten kann. Es gibt eine offene API, also eine Schnittstelle für Entwickler, die es ermöglicht, dass Demo in unterschiedlichen Ökosystemen eingefügt werden kann. Egal ob es ein Tesla ist oder ein VW, den du fährst, Demo passt sich hier an. Aber warum denke ich denn, dass das Marktpotenzial so groß ist? Ganz einfach, die Nachfrage nach Fahrzeugdaten steigt rasant. Mit eben der Verbreitung von vernetzten Autos und natürlich der Entwicklung autonomer Fahrzeuge werden die ganzen Daten immer präziser und damit auch immer wertvoller. Die Daten können dann für alles Mögliche natürlich genutzt werden, von der Verkehrssteuerung bis hin zur Verbesserung der Fahrzeugleistung. Und hier wird Demo dann dementsprechend ziemlich gefragt sein. Es gibt aber auch Konkurrenz. Demo ist hier nicht ganz alleine. Es gibt andere Projekte wie Ocean Protocol, das du hier siehst, die sich ebenfalls mit der Erfassung und Nutzung von Daten befasst. Allerdings hat Demo einen klaren Vorteil, wie ich finde. Die Spezialisierung auf die Automobilindustrie. Anstatt also sich breit aufzustellen, wie Ocean Protocol das macht, konzentriert sich die Demo auf die spezifischen Bedürfnisse von eben Fahrzeugen und deren Daten. Und das ermöglicht maßgeschneiderte Lösungen, die in dieser Form bei den ganzen Wettbewerbern fehlen. Und auch die Partnerschaften möchte ich erwähnen, denn durch diese Kooperationen mit den ganzen etablierten Unternehmen in der Automobilindustrie und natürlich den Technologiepartnern kann hier Demo seine Vision vorantreiben und skalieren. Und es kommen regelmäßig neue Partnerschaften dazu. Und wenn du mich jetzt nach Risiken fragst, würde ich sagen, klar, die gibt es auch. Kein Projekt ist ohne Risiko und Demo bildet hier keine Ausnahme. Ich würde einfach mal sagen, dass es ein großes Fragezeichen gibt über die Marktakzeptanz. Es wird natürlich entscheidend sein, ob Demo genügend Nutzer und Partner gewinnen kann, um die Plattform wirklich groß zu machen. Das ist halt so das Risiko, was ich hier sehe, dass es irgendwie so ein bisschen vor sich hin dümpelt. Aber ja, ich gehe lieber mal dieses Risiko ein und profitiere dann stark, bevor ich dann eben einsteige, wenn es schon groß ist. Demo hat aber mit DePIN ein sehr gutes Narrativ, das im kommenden Bullenmarkt sehr gefragt sein wird. Eine gute Story ist nämlich erfolgsentscheidend und kann eben das Projekt maßgeblich beeinflussen, da sie natürlich das Interesse der Community weckt, Investoren anzieht und auch das Vertrauen stärkt. Projekte wie Demo, die sich in diesem Bereich positionieren, haben das Potenzial, wie ich jedenfalls finde,
im kommenden Bullrun ordentlich durchzustarten. Und der Demo-Token hat bereits gezeigt, welches explosive Potenzial in ihm steckt, indem es eine beeindruckende Wertsteigerung innerhalb von kürzester Zeit erreicht hat. Er schoss innerhalb von einem Monat von 10 Cent auf, wie du hier sehen kannst, 78 Cent. Und ich konnte bei 70 Cent tatsächlich meine Token, die ich in einem halben Jahr gesammelt hat, auch verkaufen. Da konnte ich ordentlich Profit mitmachen. Und der Auslöser dafür war das Makarov-Gerät. Das ist das hier. Das ist eine günstigere und auch kleinere Alternative zum AutoPay, obwohl ich den AutoPay immer noch wirklich bevorzuge, weil er natürlich mehr Token generiert. Ich habe aber beide Geräte. Und hier noch ein kleiner Tipp, wenn du wie ich die Token passiv einfach mit den Geräten verdienen möchtest, dann kannst du das über den deutschen Partner von Demo machen. Und mit meinem Code kannst du hier nochmal ordentlich sparen, wie du siehst. Einfach Kryptonit eingeben und dann werden da nochmal die 10% abgezogen. Ich packe dir den Link in die Videobeschreibung, gönn dir. Für alle, die aber nach Möglichkeiten suchen, ihr Kapital schnell zu vervielfachen und dann dementsprechend auch das Risiko einer Investition eingehen wollen, bietet Demo, wie ich finde, ein äußerst attraktives Chancen-Risiko-Verhältnis. Die bisherigen Kursbewegungen zeigen einfach, dass dieser Coin das Potenzial hat, schnell und massiv an Wert zu gewinnen. Ein schnelles 10-mal ist absolut im Bereich des Möglichen, besonders wenn das Projekt eben weiterhin erfolgreich Partnerschaften eingeht und die Plattform natürlich noch mehr Nutzer anzieht. Und sobald Demo zum Beispiel ein weiteres Gerät oder eine neue Funktionalität auf den Markt bringt, könnte das Interesse und die Nachfrage erneut so sprunghaft ansteigen lassen. Und obwohl ich mit meinen Geräten bereits eine ordentliche Menge an Tokens verdiene, sehe ich in Demo so viel Potenzial, dass ich bereit bin, selbst einfach noch zu investieren, um das Maximum herauszuholen. Gerade im Hinblick auf den nächsten Bullrun halte ich es halt einfach absolut realistisch, dass der Preis auch pro Coin auf 5 Dollar steigen könnte. Das mag jetzt für manche vielleicht ambitioniert klingen, aber wenn man bedenkt, dass das gerade mal eine Marktkapitalisierung von ungefähr 1 Milliarde Dollar entspricht, ist das doch durchaus erreichbar. In einem Markt, der sich immer mehr für eben DePIN, also diese dezentralisierte physische Infrastrukturnetzwerke begeistert, könnten doch solche Werte schneller Realität werden, als man eben denkt. Für mich ist das eine klare Gelegenheit, die ich persönlich nicht verpassen möchte. Aber an der Stelle ist das natürlich keine Anlageberatung. Bitte mach immer deine eigenen Recherchen, bevor du in ein Projekt investierst oder nicht. Es ist nur meine Meinung, wie ich es sehe. Ich bin persönlich einfach ziemlich begeistert. Ich würde sagen, danke fürs Zuhören und fürs Anschauen. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen und schreib auch gerne einen Kommentar, ob du investierst oder die Geräte besitzt. Das würde mich auf jeden Fall freuen. Ein bisschen Interaktion ist immer gut für so kleinere Kanäle wie meinen. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Wir hören uns im nächsten Video. Mach's gut.